Machen wir noch einen Elfmeter hier. Bam, komm. Mit der Zielanzeige. Voll einfach eigentlich. Und daneben. Ui, ui. Ja, komm, machen wir mal ohne die Zielanzeige jetzt mal einen. Einen so richtig fett reinböllern. Ja, aber ist nicht ganz so, aber naja. Gut, zurück zum Modusmenü. Jawohl, da wollen wir hin. Jetzt sind wir auf einmal bei Werder Bremen. Ha. Land abgeschlossen. Und 3 und 2 und 1. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu PES 2018, der Spielerkarriere. So, wie euch vielleicht auffällt, vielleicht fällt es euch auch gar nicht auf, weil ihr einfach blind im Kopf seid. Nein, Spaß. Wir sind bei Werder Bremen. Also, letzte Folge, das war die erste Folge, waren wir beim FC Augsburg. Ich habe bloß gerade vorhin gemerkt, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich und das tut mir auch leid. Wo kann man das nachgucken? Spielplan, maybe? Ich habe gemerkt, nee, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass in der Tabelle zweimal Augsburg vorhanden ist. Zweimal Augsburg ist natürlich nicht gut und ist nicht das, was ich will. Und ja, deswegen habe ich jetzt Augsburg gegen Bremen ausgetauscht, weil Bremen hatte gefehlt. Das war von der Mod-Installation so ein kleiner Fehler. Und ja, jetzt sind wir bei Bremen gelandet. Es ist aber genau alles gleich gespeichert. Also 1-0 DFL Cup Sieger sind wir halt jetzt eben mit Bremen. Und unsere nächsten Spiele sind genau gleich, also gegen Hannover, gegen Bayern, bloß alles halt jetzt bei Bremen und wir sind im Bremen-Trikot. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wir haben auch immer noch die Nummer 9, alles bleibt gleich. Wie gesagt, nur, dass da oben jetzt Werder Bremen steht, bloß nicht Augsburg. So, dann drücken wir einfach weiter, weil das Spiel werden wir jetzt nicht spielen. Da werden wir nämlich auf der Bank sitzen. So, und wir verlieren gegen Hannover mit 0-3. Das ist schade. Bayern gewinnt gegen Köln mit 3-1. Hertha gegen Borussia Dortmund mit 3-0. Was? Krass. Freiburg gegen Leipzig mit 0-1. Frankfurt gegen Mainz mit 4-1. Krass. Leverkusen gegen Stuttgart mit 0-2. Wolfsburg gegen Hoffenheim mit 1-0. Hoffenheim haben verloren. Das ist auch witzig. Gladbach gegen Hamburg 2-2 und Augsburg, jetzt die richtigen Augsburger hier, gegen Schalke 0-4 verloren. So, dann können wir uns hier die Tabelle angucken. Wir sind mit Werder Bremen auf Platz 16. Gut, wir haben jetzt noch kein Spiel gespielt und das erste verloren, das ist natürlich jetzt blöd. Aber ja, wenn Dortmund auch auf Platz 16 ist und Augsburg auf Platz 18, naja, dann kann man sich jetzt nicht viel, viel denken dabei. Wir werden auf jeden Fall ins nächste Spiel anschatten und hoffentlich spielen wir jetzt auch mal. Also jetzt haben wir ein Werder Bremen Trikot an, das ist auch cool. So, das ist alles gleich geblieben. Das auch, also es ist wirklich, wirklich alles gleich geblieben. So, Vereinssekretär. 8 neue Spieler sind dem Kader beigetreten. Der Kader von Deutschland für den internationales Freundschaftsspielwettbewerb wurde bekannt gegeben. Leider wurden sie nicht auserkoren. So, das war mir aber eigentlich klar, weil, ja, ich bin jetzt kein Nationalspieler. So, das nächste Bundesligaspiel haben wir gegen Bayern München. Und, das ist jetzt natürlich nochmal eine Hausnummer. Also, wir haben ja tatsächlich gewonnen im DFL Supercup. Du stehst heute in der Startaufstellung, gib dein Bestes und viel Glück. Wir haben gegen die Bayern ja tatsächlich mit 0-1 nach unserer Vorlage gewonnen. Und mal gucken, ob uns das jetzt wieder gelingt. Ich schätze mal nicht. Aber das wäre natürlich für die Liga krass wichtig. Bayern ist, glaube ich, auf Platz 5 und wir sind auf Platz 16. Das wird die Bayern einfach runterhauen und uns nach oben. Auch wenn wir nur ein Unentschieden gegen die Bayern schaffen, das wäre schon absolut krass. Also, es
muss ich einfach so sagen, ich rechne einfach mit einer Niederlage und alles, was besser ist als eine Niederlage, das ist natürlich dann gut. Wir werden übrigens zwei Spiele machen in einer Folge. Ich werde die halt zusammenschneiden, dass die nicht so lang geht. Diese Folge ist wahrscheinlich ein bisschen länger, weil ich jetzt am Anfang noch hier rumgelabert habe. Aber gut, wir gucken uns hier das Bild nochmal kurz an. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Wir sind bereit. Werder Bremen hier gegen Bayern München. Wir werden auf jeden Fall zum nächsten Spiel gehen. So, Werder Bremen gegen Bayern München, das Weserstadion. Hier, das ist natürlich mega cool gemacht, dass natürlich durch diese ganzen Mods auch die ganzen Stadien dabei sind. Nicht so wie in FIFA, das finde ich auch ganz witzig. Wir werden rein starten, wir sind natürlich der Stürmer hier von Werder Bremen und ja, unsere Aufgabe ist, wenigstens ein Unentschieden gegen Bayern auszuholen. Das ist mein persönliches Ziel und das will ich persönlich auch erreichen. Ah, da gab es schon mal hier eine Flanke, aber das, da kommt keiner hin. Da geht keiner dran. Ah, nicht mal ein Schuss auf Neue abgesetzt, sondern auf Thiago. Oh, was? Partner, die Münchner. Oh! Robinson. Da ist der, glaube ich. Jawohl. Komm, 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 komm. Ah, es war abseits, es war abseits, aber er hat ihn eh gehalten. Fuck. Er köpft hier richtig schlecht. Dann nochmal einen Schuss aus dem Abseits auf Neuer abgegeben. Ja, komm, komm, komm. Ja! Eieieiei. Das war eine Chance, du. Der Pass kam perfekt auf mich. Wir haben den hier ganz, ganz eich ins Eck gezogen. Neuer Heldin und dann macht er den Ball in das leere Tor nicht rein. Sehr nice. Wir gehen wieder nicht unter. Das ist eigentlich genau wie mit Augsburg. Wir gehen nicht unter gegen die Bayern. Was ja eigentlich richtig, richtig gut ist. Aber wir schaffen es halt auch nicht, mal ein Tor zu setzen. Weiß nicht, vielleicht muss ich die Schwierigkeit noch höher stellen. Ich will mal ein Spiel gegen irgendeine Mannschaft machen, die nicht Bayern heißt. Und dann gucke ich halt mal, ob das dann passt oder ob ich es tatsächlich noch hochstellen sollte. Weil eigentlich ist es ja relativ ausgeglichen, ne? Muss man einfach so sagen. Das sollte zwar gegen die Bayern ein bisschen anders sein, aber ich weiß es nicht. In echt hat Bayern ja letztens, was heißt letztens, aber haben die Bayern ja 2-0 gespielt gegen Bremen. Mal gucken, wie es hier ausgeht. Ah, wir haben ihn noch. Da doch nicht. Ja, guter Versuch. Gut. Schade, schade. Ecke. Immerhin mal ein Eckball. Ich wurde ausgewechselt. Und das Tor! Der Wahnsinn. Fast genauso wie mit Augsburg gegen Bayern. Damals war es in der 65. Jetzt ist es in der 66.
das 1 zu 0. Es wurden ausgewechselt. Und direkt nach dem Eckball machen wir das Tor. Ich überspringe das jetzt mal. Und München verliert tatsächlich. Ich habe natürlich jetzt immer noch auf diesem schnellen Modus. 1 zu 0. Bremen gegen München. Wie gesagt, eine Partie machen wir noch auf dem Schwierigkeitsgrad. Und dann gucke ich, dass ich das in der nächsten, für die nächste Folge dann umstelle, wenn das nicht passt. Aber mal gucken. So, Werder Bremen gegen Bayern München 1-0 gewonnen. Hertha gegen Hannover 0-2, Freiburg gegen Köln 3-1, Frankfurt gegen Borussia Dortmund 1-1, Leverkusen gegen Leipzig 2-2, Wolfsburg gegen Mainz 4-0, Gladbach gegen Stuttgart 1-0, Augsburg gegen Hoffenheim 0-3 und Schalke gegen Hamburg 0-1. Das ist auf jeden Fall ein bisschen abwechslungsreich, ja. Und wir schieben damit Bayern auf Platz 9 und Wolfsburg führt jetzt die Tabelle an. Wir schieben uns allerdings hoch auf Platz 13 und sind damit immer noch vor Borussia Dortmund. Das ist der Wahnsinn. Und wir gucken, dass wir uns weiter vorarbeiten. Und wir haben das Ganze um 2% gesteigert, das Trainervertrauensniveau. Der Hammer! Lionel Messi gewinnt UEFAs bester Spieler in Europa. Cool gemacht. Das finde ich auf jeden Fall schnieke. Die Liste bekannt gegeben. Oh, toll. Messi mit 22 Stimmen, Ronaldo mit 18 Stimmen und Suarez mit 13 Stimmen. Du stehst heute in der Startaufstellung. Gib dein Bestes und viel Glück. So. Moin Werner, wir spielen gegen Hertha. Und ich würde sagen, wie gesagt, das wird eine längere Folge, aber wir machen auf jeden Fall noch ein zweites Spiel gegen Hertha BSC und mal gucken, wie das jetzt dann verläuft. Je nachdem stelle ich halt den Schwierigkeitsgrad dann um. Normalerweise würde ich jetzt sagen, in echt 2-1 für Hertha und Werder Bremen verliert eben mit 1-2 aus der Werder Bremen Sicht. Ja, mal gucken, wie das jetzt hier endet und wie gesagt, je nachdem entscheide ich mich dann, ob ich den Schwierigkeitsgrad nochmal einmal überstelle oder nicht. Let's go! Ah, wäre die Flanke vielleicht doch die beste Option gewesen. Weil so gut kam der nicht. Aber wir probieren es immer mal wieder, das finde ich immer schön. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt haben sie den Ball da schön verloren. Ich dachte, da kommt jetzt eine Flanke. Nix da. Erstmal Ball verlieren. Und da kriegen wir das Tor. Kriegen wir das 1-0. Da vorne auf die Flanke gewartet, wir haben den Ball verloren. Und dann wurden wir ausgekontert. Aber nicht schlecht gemacht von Berlin, muss man ihn lassen. Ah, schade. Kraft hält hier. Da waren sie auch nicht wachsam gerade. Aber das habe ich nicht ganz so perfekt gemacht. Shit. Ja! Er wurschtelt ihn irgendwie rein. Er hat ihn irgendwie reingeballert.
bin hier mit ein bisschen Glück bin ich durchgekommen. War natürlich in einer schlechten Schussposition, hab dann einfach mal geflankt. Und er hat ihn dann irgendwie reinbekommen. 1:1. Das ist genau der Spielstand, den ich erwartet hatte fürs Ende. Und er wird schon hier in der ersten Halbzeit erreicht. 2:1 für Berlin. Den Schuss kann ich ab und zu mal einfach aufs Tor bringen. Das ist für mich kein Problem, aber immer nur aus der zweiten Reihe, weil näher komme ich nicht an. Hey! Völlig berechtigter Treffer. 3:1. Das Problem war nur, dass er mich da ein bisschen umgeworfen hat. Denn ich dachte ja, oh, jetzt bekomme ich den Ball. Ja, von wegen. Auf einmal lag ich am Boden, das ging in die andere Richtung. Und plötzlich war der Ball drin. 3:1. Guck mal, gedribbelte Distanz. 120 Meter sind wir schon gedribbelt. Ich bin auf jeden Fall da, ich bin präsent, aber ich stehe nie vorm Tor und kann den reinknipsen. Das kriege ich nicht hin. Ende. 3:1. Und genau das zeigt mir, dass ich den Schwierigkeitsgrad nicht hochdrehen muss. Das ist halt irgendwie so, dass wir gegen die Bayern gut spielen. Aber ich habe gesagt, hier ein 2:1 für Werder wäre realistisch. 2:1 für Hertha wäre hier realistisch. Und es ist ein 3:1 für Hertha geworden. Also das ist, denke ich, definitiv realistisch. Und ja, das heißt für mich, den Schwierigkeitsgrad kann ich so lassen. Gut, das war's dann mit dieser langen Folge. Ich lese mal hier die Ergebnisse vor. Bayern München gegen Freiburg 5:3. Hertha gegen Bremen 3:1. Hannover gegen Frankfurt 0:3. Köln gegen Leverkusen 0:2, Dortmund gegen Wolfsburg 2:0, Leipzig gegen Gladbach 0:0, Mainz gegen Augsburg 2:2, Stuttgart gegen Schalke ebenfalls 2:2 und Hoffenheim gegen Hamburg auch 2:2. Gut, ich würde sagen, das war's von dieser langen Folge. Wir sind auf Platz 15, zumindest nicht das Schlusslicht. Und Bayern ist wieder auf Platz 2, die haben sich hocharbeitet. Dortmund auf Platz 13, das sind wieder diese Top-Clubs, die nach oben gehen. Und wir werden es aber auch auf jeden Fall anstrengen in der nächsten Folge. Und wir haben über wieder 2% haben wir wieder hier Trainer-Vertrauensniveau gewonnen. Wahnsinn. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what. The where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now good vibes. Feel like a tiger.